Wir sehen hier eine Textaufgabe mit einem etwas merkwürdigen Wetterbericht für morgen, die aus insgesamt 4 Aussagen hier besteht. Und die Aufgabe besteht darin, dass wir herausfinden sollen, wie das Wetter denn nun morgen wird, wenn eben diese 4 Aussagen zutreffen. Das Ganze kann man mit Hilfe von aussagenlogischen Formeln bewältigen und schließlich dann auch diese Frage beantworten. Und wie das im Einzelnen funktioniert und wie das geht, das zeige ich jetzt in der Folge. Der erste Schritt besteht darin, dass wir, wenn wir aussagenlogische Formeln verwenden wollen, wir auch Aussagen und entsprechende Abkürzungen dafür brauchen und die definieren wir uns jetzt. Da habe ich das schon mal vorbereitet und wir sehen, dass wir das, was wir oben in den Sätzen wiederfinden, wird es kalt, wir hier als Aussage drin haben, es wird windig oder es wird regnen, auch das haben wir hier jeweils drin. Nun, wichtig ist an dieser Stelle, wir haben hier tatsächlich Sätze. Wir haben hier wirklich Sätze, die als Aussagen durchgehen. Es würde also nicht reichen, hier unten zu sagen, regnen als Aussage. Das ist falsch. Es muss ein kompletter Satz sein, denn sonst haben wir diese Bedingung nicht erfüllt. Wir erkennen also mit Hilfe von diesen 3 Aussagen inklusive der Abkürzung hier vorne, können wir das modellieren, was uns hier oben diese Sätze vorgeben, und das ist dann auch der nächste Schritt. Da haben wir uns einmal den ersten Satz genommen. Wird es nicht kalt, so wird es auch weder windig sein noch regnen. Und jetzt kommen unsere Abkürzungen hier oben ins Spiel. Wir fangen mal an. Hier haben wir es zu tun mit kalt, also K, hier mit W wie windig, hier mit R wie regnen. Also das brauchen wir. Jetzt müssen wir noch auf das Nicht achten hier vorne. Also haben wir hier ein nicht kalt. Und hinten lesen wir auch, es wird weder windig noch regnen. Also haben wir auch jeweils hier eine Negation, nicht windig, nicht regnen. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen angucken, wie die einzelnen Verknüpfungen auszusehen haben. So wird es weder windig sein noch regnen, also beides trifft nicht zu. Da sind wir also bei einer Und-Verknüpfung bei diesen beiden Sachen. Ja, und dann haben wir noch so ein kleines Schlüsselwort so. Das ist oftmals ein Dann, ein verstecktes Dann. Und hier vorne haben wir dann eigentlich ein Wenn. Also der Satz sagt auch aus, wird es nicht kalt, wenn es nicht kalt wird, dann wird es auch weder windig sein noch regnen. Also eine klassische Wenn-Dann-Beziehung. Und diese klassische Wenn-Dann-Beziehung lässt sich durch eine Implikation lösen, also nicht K, daraus folgt nicht W und nicht R. Das ist jetzt die aussagenlogische Formulierung mit Hilfe so einer Formel von unserem ersten Satz. Weiter geht es mit dem zweiten Satz. Überhaupt wird es nur dann Wind geben, wenn es kalt wird. Da haben wir auch hier ein Wenn drin, da haben wir ein Dann drin, aber wir haben das Schlüsselwort nur darin und das ist etwas ganz Besonderes und da schauen wir uns noch einmal die Implikation an und die Formulierung zur Implikation. Da ist sie. A nur dann, wenn B für diese Implikation, das ist unsere Schlüsselstelle und da schauen wir jetzt oben wieder in unserem Satz. Überhaupt wird es nur dann Wind geben, also ein W, wenn es kalt wird, ein K. Und das nur dann steht beim Wind, also hier beim A. Das wenn steht beim kalt, also hier wenn B. Und das heißt, dass hier der Pfeil von A nach B geht. Also für unseren Satz hier oben muss der Implikationspfeil von W nach K gehen. Wenn W, dann K. Überhaupt wird es nur dann Wind geben, wenn es kalt wird. Der dritte Satz heißt, wird es aber windstill, so wird es leider regnen und kalt sein. Da steckt zunächst windstill drin und windstill ist ja ein nicht W. Dann steckt da drin regnen, also R, und steckt darin kalt, also K.
Und jetzt schauen wir noch die Verknüpfung zwischen diesen einzelnen Aussagen. Wird es aber windstill, so, also dieses Wort so ist ja wieder ein verstecktes dann, also haben wir hier vorne ein wenn. Wenn es aber windstill wird, dann wird es leider regnen und kalt sein. Und damit haben wir hier die klassische Implikation und regnen und kalt ist eine Konjunktion. Und damit haben wir auch hier diesen Satz in eine aussagenlogische Formel transferiert. Damit sind wir beim letzten Satz und bleibt es trocken, so wird es Wind geben oder es wird nicht kalt. Auch hier zunächst schauen, welche Aussagen kommen vor. Und bleibt es trocken? Nun, trocken ist ein Synonym für keinen Regen. So wird es Wind geben, also ein W. Oder es wird nicht kalt, nicht kalt. Das oder haben wir dazwischen, da können wir auch gleich die Disjunktion dazwischen schreiben. Und dann kennen wir es auch schon, dass so ist ein anderes Wort für dann. Wir haben also wieder eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn es trocken bleibt, dann wird es Wind geben oder es wird nicht kalt. Wir haben hier also wieder die klassische Implikation. Und damit haben wir auch diesen letzten und vierten Satz in eine aussagenlogische Formel überführt und können uns das Ganze mal im Überblick ansehen. Da haben wir es. Die einzelnen aussagenlogischen Formeln sind jeweils den Sätzen zugeordnet. Und jetzt müssen wir beachten, dass es sich hier ja um eine Vorhersage handelt und alle vier Sätze, die wir hier haben, sollen gleichzeitig gelten. Und das ist gleichbedeutend damit, dass wir eine Unverknüpfung der einzelnen Sätze, der einzelnen aussagenlogischen Formeln hier schaffen. Das sind die Formeln, die spiegeln sich hier unten wieder. Und die sind jeweils durch ein logisches Und miteinander verknüpft. Und das sagt eben aus, dass alle gleichzeitig gelten müssen. Und dann gibt es noch den im Grunde letzten Schritt, der jetzt noch folgt. Und in diesem letzten Schritt soll diese komplizierte Formel überführt werden in eine möglichst kurze, möglichst einfache Formel. Und das kann mit Hilfe von Umformungen geschehen, die mit logischen Identitäten gemacht werden oder aber auch mit Hilfe von einer Wahrheitstafel geschehen. Das wird aber dann noch in jeweils einem anderen Video gezeigt. Wir brauchen noch einen Antwortsatz, der aus dieser letzten kurzen Formel resultiert. K und in Klammern W oder R. Das heißt also in gesprochenen Worten, es wird also kalt und dazu gibt es Regen oder Wind oder beides.